richtig leckeren Frischkäseaufstrich machen. Wir benötigen 300 Gramm Ziegenfrischkäse, eine Knoblauchzehe, getrocknete Tomaten, Pfeffer und Salz aus der Mühle, etwas Petersilie und etwas Basilikum. Wir nehmen die getrockneten Tomaten und tun sie hinein. Ich habe immer gerechnet, zwei Hälften, ich zeige es euch mal hier, zwei Hälften von den Tomaten ist eine. Das heißt, im Rezept steht 5 getrocknete Tomaten. Also zwei Hälften, eine Tomate. Tun wir die 5 Tomaten rein, die getrockneten. Eine Knoblauchzehe. Dann benötigen wir etwas Basilikum. Ich nehme den Basilikum gleich mit Stängel, da man ruhig alles verwerten kann vom Basilikum. Petersilie. Ich habe von der Petersilie so den halben Topf quasi genommen. Dann verschließen wir den Thermomix. Stellen uns 7 Sekunden ein. Und stellen ihn auf Stufe 6. Sieht das Ganze im Topf so aus, schön zerkleinert. Dann kommt der Ziegenfrischkäse hinzu. Wir 300 Gramm brauchen.
Dann kommt noch ein bisschen Salz rein, aber nicht viel, da ich finde, der Ziegenfrischkäse bringt schon ja eine Grundsalzigkeit mit. Dann tun wir noch Pfeffer ein bisschen mit rein. Und was ich euch noch unterschlagen hatte, ich habe hier ein relativ hochwertiges Olivenöl. Da die Tomaten getrocknet sind und nicht in Olivenöl eingelegt sind, tue ich einfach noch einen kleinen Schuss mit rein. Sekunden auf Stufe 3, weil wir wollen es ja jetzt nur noch gemischt haben. So, das Ergebnis sieht dann so aus. Richtig toller Brotaufstrich. So, ich hoffe, ich habe euch wieder was Leckeres gezeigt. Dieser Brotaufstrich schmeckt nicht nur aufs Brot, sondern den kann man auch richtig gut zum Dippen für Knabbersachen nehmen. Das heißt für Salzstangen, Dinkelstangen, Cracker oder sonstige Sachen, die ihr sonst gern dippt. Ansonsten findet ihr das Rezept wie immer in der Infobox. Und wenn es euch richtig toll gefallen hat, dann gebt mir doch den Daumen hoch. Und wenn es euch ganz, ganz gut gefallen hat, dann abonniert mich doch. Bis bald. Tschüss.